Gut und willkommen, es freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast, hier bei mir beim Whisky Bubbler und ich bin wieder unterwegs. Es hat länger gedauert auf der Whisky-Messe in Rüsselsheim. Es geht nicht um meinen Haarschnitt, ja, ich war länger nicht beim Friseur, auch das muss wieder getan werden. Aber jetzt, ihr kennt vielleicht schon im Hintergrund den Park. Ich war hier schon mal, habe da hinten schon mal was gefilmt, also können wir hier rüberschwenken. In dem Sinne, ich werde gleich nochmal probieren, ein paar Details aufzunehmen. Einfach hier der Park, ich finde das immer ganz schön. Danach gehen wir zur Burgfestung und dann beginnt die Whisky-Messe in Rüsselsheim. Das ist ja so der Punkt, wo wir eigentlich hinwollen. Whisky-Messe Rüsselsheim, ich glaube die letzte war 2019, dann waren jetzt 2 Jahre Unterbrechung und jetzt September 2022. Schön, wie immer, tolles Wetter, man kann den Pulli schon hier ausziehen und die Sonne genießen. Die kommt hier raus, ich habe mich gerade mal in den Schatten gestellt, aber ich mache jetzt hier mal eine kleine Tour. Und dann geht's auf die Whisky-Messe. Viel Spaß dabei. Sieht. Man hört es vielleicht so ein bisschen im Hintergrund. Da gibt es jetzt den Schnaps, das heißt die Whisky-Messe in Rüsselsheim. Da werde ich jetzt reingehen. Vorne durchs Burgtor da hinten runter. Ich bin jetzt hier nochmal hoch auf die Aussicht. Nur ein bisschen was gefilmt, weil dann, wenn man auf der Messe ist, Spaß hat, vergisst man es dann doch. Ich werde später noch die Flaschen filmen, gucken, ein paar Eindrücke probieren, einfach mal einzublenden, was ich mal wieder getrunken habe oder so. Ich fasse das wieder zusammen. Mal gucken, ob ich später nochmal schaffe, so ein kleines Zwischenfazit hier zu filmen. Aber ich denke, das Wetter, wenn es so bleibt, wunderbar, dann kann man sich doch den einen oder anderen Dram später auch draußen gönnen. Also ich freue mich drauf. Rüsselsheim, kleines Fazit, Zwischenfazit vielleicht auch. Wunderbare Messe bisher. Man muss sagen, von den Besucherzahlen oder von der Fülle leider nicht so voll. Also für einen Samstag doch ein bisschen verhalten. Ist jetzt nicht leer oder so. Das Gegenteil, irgendwie gerade hier Whisky Chamber Tasting, 29 Leute oder so. Die Tastings sind teilweise gefüllt, mal mehr, mal weniger. Dann hast du die Runde, aber man hat Platz. Also dieses Durchmogeln, Drücken, was man von früher, auch von der Zeit vor 2, 3 Jahren kennt, das ist noch nicht ganz so angekommen. Warum auch immer, ist das einfach so der Fall. Trotzdem muss ich sagen, wunderschöne Messe. Ich habe jetzt ein bisschen durchgeschlinkert, kam gleich der erste Ohrnorm, du musst hier was probieren. Was habe ich angefangen zu probieren? 37 Jahre, Highland. Ich habe nicht gehört, dass es Glenmorangie sein soll, Cardenhead-Abfüllung, also 37 Jahre, 1985er, gleich mit so einem Jahrgangstram eingestiegen, irgendwie brutal teuer, muss man einfach mal so sagen, 35 Euro, glaube ich, 2 CL, aber ich habe gedacht, so ein Einstieg, 46 Volumenprozente, einfach so ein, wann kriege ich nochmal einen 37 Jahre alten Single Malt ins Glas, unabhängig abgefüllt, tolle Qualität, toller Whisky,
Spielt dann halt schon so in diese High-Class-Kategorie mit, wo man dann sagt, ist es dann die 35 Euro wert oder so. Egal, das ist, glaube ich, Detailwissen. Ansonsten, danach bin ich Atne Muchen, habe ich nochmal so den aktuellen ausprobiert. Zwei Single-Cars, der eine war ja auch, glaube ich, noch gar nicht Pete, fast stark, oder beziehungsweise 3 Jahre, war fast stark und PX, aber noch nicht, noch kein Whisky, wollte ich sagen. Also da super spannend, dass man einfach sieht, Atne Muchen hat einfach wirklich auch so ein bisschen den Spaßfaktor, zu sagen, hey, da kommt was auf uns zu, wo wir richtig Spaß haben können. Fand ich ziemlich cool. Da habe ich immer so ein CL von den 3 Abfüllungen. Und dann mal hier, mal Mareike, Irish Whisky, ihr neuen Ferry Cars, fand ich sehr elegant. Also wer auf irischen Whisky mit Peach steht, toll. Ja, und dann hat man sich hier mal durchgesüffelt, da gerade Warehouse Number 8 Tasting, die eigentlich für Bourbonfassabfüllungen stehen. Da gab es einen Dienst aus dem Bourbonfass, ihr wisst, wie ich zu Diensten stehe. Der war für einen Diensten gut, um es mal so zu sagen. Und danach, die Messer Bottling habe ich noch abgefüllt. Also wenn man so hier auf Port Pipe, volles Fass steht, ja. Und danach hier in dem Warehouse Number 8 Tasting gab es für mich ungewöhnlich quasi in alte Bourbonfassabfüllung mit 19 Jahren Speyside und 16 Jahre Croft den Gier, die teilweise die letzten 2 Jahre in Oktarfässern lagen. Also da wird quasi alte Fässer nochmal nachgelegt, um da richtig klassen Malt rauszubringen. Ja. Ist natürlich ein bisschen schade, weil ich immer diese Bourbonfassabfüllung da geliebt habe. Ich glaube, die das aber nicht mehr in Fassstadt auf die Strecke bringen, was sie früher mal an den Tag gebracht haben und jetzt aber durch diese Nachreifung von 2 Jahren nochmal einen guten Kick kriegen. Also hat mir unglaublich gut gefallen. Aber es geht natürlich von diesem Bourbon-Stil ein bisschen weg. Das ist so mein Zwischenfazit. Also man hat Spaß, man kann erkunden, man kann Bottlings rausfinden, aber, oder was heißt aber, es gibt noch viel zu sehen für mich, wollte ich sagen. Ich habe gehört, es gibt noch den einen oder anderen Raritätenstand. Beim Gregor muss ich eigentlich nochmal vorbeischauen und. Das ist einfach, ich weiß gar nicht, ne? So viel kann man nicht trinken. Man babbelt mit dem einen oder anderen, den man trifft, freut sich. Ich werde jetzt gleich nochmal die Flaschen filmen, damit ich das so ein bisschen einblenden kann. Hoffe, ihr habt ein paar schöne Eindrücke von dieser Messe gekriegt. Wetter ist wieder grandios. Diesmal nicht ganz so sonnig wie die letzten Jahre. Aber wir haben es einfach schön. Tolles, nicht nasses Wetter. Die Leute gehen raus. Trinken irgendwie mal ein Wasser, mal ein Whisky, sitzen zusammen und dann geht's wieder runter. Man sucht sich wieder neue Whiskys aus. Also Whisky-Messe Rüsselsheim kann ich jedem nur empfehlen, grandios. Macht Spaß. Und ich werde jetzt mal schauen, dass ich da wieder runterkomme. Mit runterkommen meine ich hier runter in die Felsung. Wie gesagt, ich bringe euch ein paar Aufnahmen mit rein und viel Spaß.